Hermann Hesse. Gedichte des Malers. Das ist alles ein bisschen improvisiert, aber muss gehen. Der Maler malt eine Gärtnerei. Was geht die Gärtnerei mich an? Der Gärtner ist ein Fremder und vielleicht ein böser Mann. Ich weiß es nicht, ich will ihn nicht sehen. Wir würden uns nicht verstehen. Wir mögen Menschen und mögen Brüder sein, wir stehen doch allein. Einer weit vom anderen verirrt. Jeder traurig, weil er älter und einsamer wird. Auch die Tomaten und Gemüse gebe ich nichts an. Nur den Kriegsgewinnler, der sie bezahlen kann. Und dennoch hält mich die Gärtnerei gefangen. Ich blicke voll Kinderverlangen in ihre Wirrnis hinab. Ein Haus wächst rosenrot aus Grün heraus, lila besingt einen zarten Ton, blau blickt herüber zum verlorenen Sohn. Ich muss mich setzen und das alles malen. Wie schön die Farben strahlen, wie still der Baum sein Kindergesicht hinunterbeugt und mit sich selber spricht. Für euch ist das alles zum Lachen, all diese Sachen. Was ich sehen und malen und dichten muss, für euch ist es eine Gärtnerei. Für mich aber ist es ein Geistergruß aus jenem Paradies, das ich wie ihr verließ. Das mir aber immer und immer ruft und dessen verzauberter Gartenduft mir lieber ist als der Gärtner, Tomaten und Geld und alles in der Welt.